Liebe Zuschauer, es gibt doch immer wieder kleine, schöne Tipps für den Haushalt. Mein persönlicher Tipp ist es, bei einer Magenverstimmung Cola zu trinken und Laugengebäck zu essen. Was Ihre Haushaltstipps sind, das finde ich jetzt raus. Haushaltstipps gibt es viele, ne? Kaffeesatz nehmen, in die Flasche reingeben, ordentlich schütteln und das meiste Grobe geht dann ab. Und wenn es gar nicht hilft, kann man auch Zahnersatzreiniger nehmen. Das hilft auch. Mein Haushaltstipp ist, man kann Flecke mit Haarspray entfernen. Man besprüht den Fleck mit Haarspray und steckt das Kleidungsstück dann in die Waschmaschine. Und es kommt fleckenfrei wieder raus. Ich würde einfach sagen, dass ich nicht viel Geld ausgebe für diese neuen Mittel, dass ich also mehr auf die zurückgreife, die ich schon von meiner Mutter weiß. Oder mein Mann hatte so eine schlaue Großmutter, die immer gesagt hat. Und das sind so unsere Tipps. Also nicht alles, was so neu am Markt ist. Das wäre jetzt mein Tipp. Also mein Haushaltstipp ist, beim Fensterputzen in das klare, kalte Wasser einen Schuss Essig reinzutun. Und dann habe ich das Gefühl, dann werden sie blank. Mein Haushaltstipp ist, wenn ich mir frische Blumen kaufe, so in der Frühjahrszeit, dann soll man die Tulpen im Wasser stellen, ganz normal. Und dann fangen sie an zu wachsen und wenn sie Wasser aufgesogen haben, dann sollen wir das alte Wasser nicht alles wegkippen, auf 2-3 Zentimeter drinnen lassen und nur neues Wasser zugießen. Und so stehen die 14 Tage, 3 Wochen in der Vase. Zum Beispiel Rotweinflecken mit Salz rausmachen. Gleich auf die frischen Flecken, schön dick Salz drauf und dann warten, bis es hochzieht und dann absaugen. Mein Haushaltstipp wäre ganz einfach Ingwertee. Frischen Ingwer ein bisschen aufschneiden, mit heißem Wasser aufgießen und dann trinken. Ist sehr gesund, wärmt und reinigt den Körper. Genau richtig für die Jahreszeit, glaube ich. Bei Flecken mit Gallseife behandeln, schön einweichen, also lange, wenn irgendwas extrem fleckig ist, wirklich lange einweichen und dann nochmal Gallseife drüber, bevor man es in die Waschmaschine gibt und eigentlich geht da fast alles mit raus. Das ist so der Tipp, den man gut gebrauchen kann und der Gallseife gehört in jeden Haushalt, finde ich. Ein heißer Haushaltstipp von Hausfrau Wilmer, Schneeränder in Schuhen kann man mit Dosenmilch entfernen. Liebe Zuschauer, da waren doch einige gute Haushaltstipps mit dabei. Ich hoffe natürlich, dass meine Schuhe keine Kondensmilch mehr brauchen, denn es wird höchste Zeit, dass jetzt der Frühling kommt.